Heute bei uns ein Monitor, und zwar Asus Monitor aus der ProArt-Familie, genauer gesagt der PA278QV. Dementsprechend, es steckt schon ein wenig im Namen drin, 27 Zoll. Und ihr wisst, wir waren zu euch immer transparent. Asus kam auf uns zu, hat gefragt, ob wir das Video machen können. Ich darf den Monitor danach auch behalten und so weiter und so fort. Also ein gesponsertes Video, deswegen jetzt hier oben, da irgendwo in der Ecke, steht auch Werbung drin. Natürlich erstmal kurz einleitend zur Pro-Art-Serie. Wie ja der Name auch schon so ein bisschen verrät, Pro, also professionell, und Art-Künstler, geht es alles in den Bereich. Das heißt Fotografen, Videografen, aber auch so Dinge wie CAD-Anwender, also im Ingenieursbereich. An all die Leute richtet sich Asus mit der Pro-Art-Familie. Der PA278QV, wie ja eigentlich schon gesagt, 27 Zoll Monitor mit WQHD-Auflösung. Auf die Spezialitäten, nenne ich es jetzt einfach mal im Bereich Fotografie, gehen wir gleich noch ein. Erstmal grundlegend zum Gerät. Ergonomiefunktion: Ihr könnt den Monitor natürlich in der Höhe verstellen, auch neigen um bis zu 35 Grad oder minus 5 Grad. Habt auch einen Hochkantenmodus mit dabei, was ja auch gerade für Office-Anwender gern gesehen ist. In Sachen Anschlüsse habt ihr unter anderem DisplayPort und Mini-DisplayPort in Version 1.2. HDMI 1.4, noch Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon, insgesamt viermal USB und auch natürlich noch einmal USB für die Verbindung mit dem PC. Natürlich liegen dann auch alle Kabel bei, die ihr für den Betrieb brauchen könnt. Das heißt in dem Fall Stromkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel und DisplayPort-Kabel. Letzteres geht von Mini-DisplayPort auf DisplayPort, da der Monitor beide Anschlüsse hat. Ist es also egal, welchen Anschluss, DisplayPort-Anschluss euer PC oder Notebook hat. Ihr nehmt einfach das dementsprechend andere Ende für das Endgerät. Aber alles schön und gut, Höhenverstellbarkeit und so weiter und so fort. Es geht ja am Ende darum, wie ihr mit dem Monitor arbeiten könnt. Und eine ganz spannende Sache, vor allem für die Leute, die jetzt eben nicht unendlich viel Geld ausgeben wollen und sich auch nicht erst zu sehr beschäftigen wollen mit dem ganzen Thema. Der Monitor hat eingebaut einen sRGB-Modus. Okay, zugegeben, das haben oder hat nicht nur der Monitor, aber Besonderheit hier, es ist jetzt nicht nur irgendwie grob sRGB, sondern die Monitor kommen tatsächlich ab Werk kalibriert zu euch. Dementsprechend müsst ihr nicht zwingend mit einem Kolorimeter arbeiten, um, ich sage jetzt mal, eine halbwegs farbverbindliche Arbeit oder Bearbeitung mit dem Monitor durchführen zu können im sRGB-Modus. Eine kleine Einschränkung, ihr könnt die Helligkeit in diesem sRGB-Profil nicht verstellen. Es sind so knapp 110 Candela pro Quadratmeter oder Nits, wie ihr das auch immer nennen möchtet. Das ist okay. Zum Bearbeiten von Bildern finde ich persönlich 140 schöner. Wenn man jetzt für den Druck arbeitet, hat man eher so 80 bis 100. Ist irgendwo dazwischen reingebaut. Ich verstehe Asus auch, dass man da jetzt nicht möchte, dass der Anwender zu viel einstellt, denn oft ist es auch so, dass diese Kalibrierung an die Helligkeit des Monitors gebunden sind. Denn bei jedem Monitor, egal wie günstig oder teuer der ist, in dem Moment, in dem ihr die Display-Hintergrundbeleuchtung heller stellt oder dunkler stellt, ändern sich auch Dinge wie Farbtemperatur, Gamma und so weiter minimal. Also von daher ist es gar nicht schlecht, eben mit dem Hintergrund Einsteiger, Anwender, dass man sagt, im sRGB-Profil bleibt das Ganze fixiert, Helligkeit kann sich nicht verstellen und gut ist. Und wie gesagt, er ist wirklich sehr gut. Ich habe so ein Delta E von knapp 1,5 im Maximum gemessen, der Schnitt liegt sogar um die 1. Und das ist eine wirklich sehr, sehr gute Farbtreue. Da müsstet ihr schon einen perfekt kalibrierten Monitor direkt daneben stehen haben, um sagen zu können, okay, das ist jetzt vielleicht nicht perfekt. Aber wie gesagt, für die Leute, die vor allem in die Bildbearbeitung einsteigen wollen, ist es schon eine sehr, sehr gute Werkskalibrierung, die man so in wirklich wenigen Monitoren findet. Aber klar, wenn ihr euch ein bisschen mehr mit der Thematik Monitorkalibrierung oder generell Farbräume beschäftigen wollt, ihr könnt den Monitor natürlich auch ganz normal per Software kalibrieren, beliebiges Kolorimeter anschließen, Software, die ihr haben wollt und fertig. Die schon sehr guten Resultate mit der Werkskalibrierung kann man damit sogar noch ein bisschen übertreffen. Auch klar, das ist ja auch ein bisschen Sinn und Zweck der ganzen Übung. Den Delta E bekommt ihr dann von grob 1 mit der Werkskalibrierung auf 0,3 plus minus in etwa runter. Also wirklich sehr, sehr guter Delta E-Wert am Ende. Auch der Gamma-Wert, der ist mit der Werkskalibrierung schon quasi perfekt auf 2,2 drauf. Ihr könntet den beliebigen Gamma-Wert einstellen, aber könnt auch da nochmal ein bisschen nachjustieren.
Die Farbtemperatur sicherlich auch Monitore verändern sich über ihre Lebenszeit immer ein bisschen, da mal 100 Kelvin wärmer oder kälter. Auch das könnt ihr damit dann noch mal ein bisschen rausbekommen. Aber wie gesagt, die Werkskalibrierung ist schon wirklich gut. Ihr müsst es nicht machen, könnt aber aus dem Monitor einfach noch ein bisschen, noch ein kleines Müh mehr rausholen und habt damit dann wirklich ein sehr gutes Gerät. Ich werde sicherlich nicht der Einzige sein, der mit seinem Bildbearbeiter-Videoschnitt-PC auch ab und zu mal eine Runde spielt, wenn es die Zeit irgendwie gerade zulässt. Dementsprechend natürlich auch für den Monitor wichtig, dass er vielleicht auch so bedingt spieletauglich ist. Was heißt wichtig? Für mich wäre es einen guten Allrounder zu haben, für den einen oder anderen von euch natürlich auch. Und ich war tatsächlich positiv überrascht, denn obwohl sich Asus mit der ProArt-Serie ja durchaus eher an Kreative richtet, hatte eine ziemlich gute Reaktionszeit und sogar Adaptive Sync mit drin, das heißt eine flexible Bildwiederholrate von 48 bis 75 Hertz. Und ist damit durchaus, ich sage jetzt mal, Casual Gamer geeignet oder für Leute wie mich, die jetzt nicht die größten Ansprüche haben und irgendwie 144 Hertz oder ähnliches brauchen, da macht er auf jeden Fall eine ziemlich gute Figur. Fassen wir am Ende nochmal alles kurz zusammen. Der Asus ProArt PA278QV richtet sich schon primär an Kreativanwender. Klar, wer mehr Geld in die Hand nimmt, bekommt auch mehr, Stichwort 10-Bit Hardware-Kalibrierung und Co. Auf der anderen Seite bekommt ihr aus Preis-Leistungssicht einen wirklich interessanten Monitor. Nicht nur die sehr, sehr gute Werkskalibrierung, wie ich noch mehr hervorheben möchte, ist vor allem für die Leute spannend, die sagen, ich will mich jetzt erstmal mit dem Thema Nachbearbeitung beschäftigen im Sinne von Foto- oder Videoschnittprogramme, will mich jetzt aber mit dem ganzen Themenkomplex Monitor, Kalibrierung von Monitoren noch nicht beschäftigen. Die können sich einfach erstmal auf die Werkskalibrierung verlassen und erzielen damit schon wirklich gute Ergebnisse. Guter sRGB-Farbraum wird vollkommen abgedeckt. Also das ist schon wirklich top. Wer später noch ein bisschen mehr machen möchte, wie schon gezeigt, mit einer Software-Kalibrierung könnt ihr noch ein bisschen mehr rausholen. Also ihr habt auch noch ein bisschen Steigerungspotenzial. Und er ist einfach ein toller Allrounder. Das heißt auch Gaming geht, Office-Anwendung, gute Ergonomiefunktionen. Also ihr merkt schon, ihr habt da wirklich ein rundes Gesamtpaket. Was haltet ihr von dem Monitor? Habt ihr vielleicht selber sogar schon einen im Einsatz oder generell aus der Asus ProArt-Familie? Schreibt eure Meinung doch mal gerne unten in die Kommentare hinein.